Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein großes Subvoting für euch. Warum dieses Subvoting groß ist, ja, das erfahrt ihr jetzt sofort. Es soll mal wieder ein Subvoting geben. Ich habe mir gedacht, ich lasse euch doch einfach mal entscheiden, wie mein Lesejahr 2020 anfangen soll. Es ist jetzt noch ein paar Wochen hin, aber ich dachte mir, ich mache dieses Subvoting lieber ein bisschen früher, weil, ja, sonst schaffe ich es nachher nicht. Wer weiß, wie ich im Dezember zum Drehen komme. Und dann sollt ihr natürlich auch schön Zeit haben abzustimmen und ich muss das alles auch noch irgendwie auswerten. Und deswegen gibt es dieses Video jetzt schon. Und ja, es ist ein etwas größeres Subvoting, denn ihr sollt diesmal nicht nur für ein Buch abstimmen, sondern für drei Bücher. Ich habe mir drei Kategorien überlegt, die ich praktisch in meiner Januar-Leseliste unterkriegen will. Und zwar zum einen ein Einzelband zu lesen, eine Reihenfortsetzung zu lesen und einen Reihenanfang zu lesen. Und deswegen habe ich zu jedem dieser Kategorien jetzt fünf Bücher rausgesucht und ihr sollt euch halt bei jedem Thema, also ein Buch aussuchen. Sprich, ihr stimmt am Ende für ein Einzelband, einen ersten Band und eine Reihenfortsetzung ab. Wenn ihr nicht zu jedem Thema was wisst, ist das natürlich nicht schlimm. Ihr könnt auch nur für einen Einzelband und eine Fortsetzung voten oder nur für einen ersten Band und eine Fortsetzung, wie ihr das möchtet. Aber ich werde mir halt am Ende aus jeder Kategorie das Buch mit den meisten Stimmen heraussuchen und mir das auf die Januar-Leseliste packen. Also ja, ihr entscheidet darüber, ob mein Lesejahr 2020 dann gut startet oder mit Flop-Büchern startet. Von daher überlegt es euch gut. Ich bin sehr gespannt auf euer Voting und ich denke, wir legen mal los mit den Einzelbänden. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es auch alles Einzelbände sind und ich mich da nicht vertan habe. Bei dem einen bin ich mir tatsächlich nicht so hundertprozentig sicher. Falls es kein Einzelband ist, könnt ihr trotzdem dafür voten. Ich habe es jetzt so zusammengestellt. Aber schreibt mir das dann gerne, damit ich Bescheid weiß, dass da vielleicht noch eine Fortsetzung kommt. Das erste, was ich mir ausgesucht habe, ist Der Atem einer anderen Welt von Sienna McGuire. Hier geht es irgendwie um einen besonderen Ort für Kinder und Jugendliche, die ja, mal eine andere Welt entdeckt haben. Es geht um ein Haus, ein Internat für Jungs und Mädchen, die ja zum Beispiel im Kleiderschrank oder hinter einem Gebüsch oder im Garten das Tor zu einer anderen Welt entdeckt haben und halt dann aus diesen Welten voller Magie, Nonsens und Poesie wieder zurückkehren mussten in ihre normale Welt. Und sie alle fragen sich natürlich, ob es einen Weg zurück gibt und sie da wieder hin können. Und ja, also klingt irgendwie sehr fantasievoll. Es geht um andere Welten, wahrscheinlich um viele verschiedene andere Welten. Und es ist, soweit ich das gehört habe, wohl eine Art Kurzgeschichtensammlung. Ich könnte natürlich auch jetzt einfach mal reingucken. Es ist jetzt noch eingeschweißt, aber ich mache es jetzt mal auf. Mich interessiert das jetzt. Hier ist ein Loch und ich krieg's trotzdem nicht auf. Und dann gucken wir einfach mal nach, ob das jetzt Kurzgeschichten sind oder nicht. Emma darf in der Zwischenzeit mit der Folie spielen. Die sitzt hier nämlich zu meinen Füßen. Wenn es eine ist, müsste es hier ja irgendwie so ein Inhaltsverzeichnis oder so geben. Also es gibt auf jeden Fall Teil 1. Okay, ist so jetzt nicht erkennbar. Aber es ist in verschiedene Teile unterteilt. Und es gibt ein paar Illustrationen, wenn ich das richtig sehe. Ist natürlich auch sehr hübsch. Zumindest eine habe ich entdeckt. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Kurzgeschichten sind. Naja, egal. Aber das wäre so der erste Einzelband, für den ihr abstimmen könnt. Dann habe ich rausgesucht Offline ist es nass, wenn es regnet von Jessie Kirby. In dieser Geschichte geht es irgendwie um ein Mädchen, was sich entscheidet, eine große Reise anzutreten und dabei sämtliches an Social Media irgendwie hinter sich zu lassen. Es geht um Mari, die an ihrem 18. Geburtstag vor ihrer Haustür einen Wanderrucksack, ein paar Wanderschuhe und ein Tagebuch für den Yosemite Nationalpark findet und dann vor der Entscheidung steht, ja, tritt sie diese Reise an oder nicht? Und natürlich tut sie das und tauscht von heute auf morgen ihr Smartphone und Social Media gegen schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und Blasen an den Füßen an, aber erlebt auf dieser Reise auch viele schöne, spannende Erlebnisse. Hat der Satz gerade Sinn gemacht? Ich habe den Anfang schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Und ja, lernt vor allem, dass eine solche Reise einen auch total verändern kann. Klingt sehr interessant. Klingt wie etwas, was ich eigentlich total gerne selbst auch machen würde. So von heute auf morgen Rucksack packen und los und raus in die Welt und
ja, die Wälder und Berge und was weiß ich nicht was alles erkunden. Also es klingt schon richtig, richtig cool. Und ja, ich bin ja neugierig drauf. Das steht tatsächlich auch schon eine ganze Weile hier bei mir rum. Das nächste ist ein eher, ich glaube, emotionaler Einzelband. Und zwar ist es die Antwort auf vielleicht von Hendrik Winter. Hendrik, ja. Da geht es um Adam, der irgendein Taxi hat und der täglich Patienten zur Chemotherapie und wieder nach Hause fährt. Und dann steigt eines Tages Jesse in sein Taxi. Jesse ist jung, schön und halt wie alle seine Fahrgäste todkrank. Und plötzlich, verliebt er sich in sie und zeitgleich erfährt Jesse aber, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben hat. Und daraufhin setzt Adam halt alles daran, Jesse diese paar Wochen zu einer unvergesslichen, wunderschönen Zeit zu machen, zur schönsten Zeit ihres Lebens, und will ihr jeden noch so großen Wunsch erfüllen und lernt dabei halt auch selbst, dass es manchmal vielleicht ganz gut ist, seine Träume nicht immer irgendwann auf später aufzuschieben, sondern mal sofort in Angriff zu nehmen. Klingt nach einer sehr traurigen und berührenden Geschichte, aber irgendwie auch total schön. Und das steht auch schon eine Weile in meinem Regal. Und seitdem schleiche ich immer mal wieder so drum herum und denke mir, nimmst du es jetzt zur Hand oder nicht? Muss man halt auch irgendwie in Stimmung für sein. Aber momentan ist wieder so bei mir die Phase, wo ich so denke, ja, da hätte ich schon irgendwie Lust drauf. Und deswegen dachte ich mir, packe ich es mal hier ins Voting mit rein. Zwei Einzelbände haben wir noch. Der nächste ist So beschissen schön ist nur das Leben von Sean David Hutchinson. Da geht es um, wie hieß er, Andrew, den im Krankenhaus einfach jeder kennt. Gleichzeitig ahnen aber weder die Ärzte noch die Pflegekräfte noch die anderen Patienten dort, dass Drew das Krankenhaus seit Monaten nicht mehr verlassen hat und er sich dort vor seinem Leben und seiner Familie versteckt. Und dann lernt Drew jemanden kennen, nämlich Rusty. Rusty ist ein schwer verletzter Junge und irgendwie üben die beiden aufeinander eine besondere Anziehungskraft aus. Und Drew muss sich plötzlich entscheiden, ob er endlich den Schritt nach draußen, zurück ins Leben, in die echte Welt wagen will oder eben nicht. Ich habe keine Ahnung, was genau da jetzt wirklich hintersteckt, warum dieser Junge immer im Krankenhaus ist, aber dass eigentlich gar keiner weiß, dass er praktisch dort lebt und was es dann mit Rusty auf sich hat. Schauen wir mal. Ich glaube, das könnte auch ein sehr berührender Roman sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und ja, da schleiche ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten drumherum. Und zu guter Letzt ein Buch, was eher so spannend und ein bisschen nach Krimi klingt. Und zwar ist es Ellingham Academy, Was geschah mit Alice? Und das ist das Buch, wo ich mir nicht sicher bin, ob es ein Einzelband ist oder nicht. Also falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne mal. Hier geht es um Stevie. Stevie ist ein Riesenfan von Sherlock Holmes und Agatha Christie. Und dann, und vor allem ist sie von echten Kriminalfällen total begeistert und einer hat es ihr besonders angetan und das ist halt die ungelöste Ellingham-Affäre. Und als Schülerin der Ellingham Academy kann sie dann endlich mal selbst ermitteln, doch dann stirbt plötzlich ein Mitschüler und Stevie muss plötzlich nicht nur ein altes, sondern auch ein neues Verbrechen aufklären. Klingt total cool irgendwie, so ein bisschen nach Krimi, aber dann halt so auch Internats- oder Schulgeschichte, ich weiß gar nicht, ist das ein Internat, keine Ahnung, kann auch eine normale Schule sein, aber so diese Mischung klingt ganz faszinierend und da bin ich echt neugierig drauf. Und ja, das wäre der letzte Einzelband, für den ihr voten könnt. Weiter geht es dann mit den ersten Bänden. Auch hier bin ich sehr auf eure Wahl gespannt. Welche Reihe soll ich im Januar unbedingt anfangen? Ist es vielleicht Everless, Zeit der Liebe von Sarah Holland? Hier geht es ja irgendwie um Zeit. Eine Welt, in der Zeit das kostbarste Gut ist, wo man irgendwie mit Zeit auch irgendwie handeln kann oder so, wie ich den Klappentext verstehe. Und die Protagonistin steht vor einigen schwierigen Herausforderungen und Entscheidungen. Der Klappentext ist etwas kryptisch. Es geht wohl darum, dass sie einer Familie dienen muss, die ihr Leben zerstört hat und dass sie sich in den falschen Mann verliebt. Es geht um Liebe, Verrat und die Macht der Zeit. Mehr verrät der Klappentext nicht, klingt aber irgendwie total interessant und war lange, lange auf meinem auf meiner Wunschliste und ist dieses Jahr irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, bei mir eingezogen und jetzt müsste ich es natürlich dann auch bald endlich mal lesen. Dann auch schon sehr lange auf meinem Sub ist Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern von Vic James. Als ich damals den Klappentext gelesen habe, dachte ich mir so, wow, das klingt richtig, richtig gut und hatte das Buch dann auch sofort hier, als es erschienen ist und ich habe es bis heute nicht gelesen. Hier geht es darum,
dass in England jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, 10 Jahre seines Lebens opfern und als Sklave arbeiten muss. Und Luke und seine Familie möchten diese 10 Jahre gemeinsam durchstehen, alle am gleichen Ort und für die gleiche Familie arbeiten. Doch dann geht da wohl irgendwas schief und Luke wird plötzlich an einen ganz anderen Ort versetzt und muss ganz alleine seine 10 Jahre in der Fabrikstadt Millmore ableisten. Und seine Schwestern dagegen sind mit den Eltern an einen prunkvollen Hof gebracht worden und sind dort rücksichtslosen Machtspielen und Intrigen der Elite ausgesetzt. Und ja, vor allem der junge Adlige Cillian verfolgt mit seinen magischen Fähigkeiten eigene Ziele und Lukes eine Schwester verliebt sich ausgerechnet in den Falschen. Ich bin mal gespannt, wie das Buch aufgebaut ist. Es scheint ja dann aus mehreren Perspektiven erzählt zu sein, weil Luke und seine Schwestern sind ja nicht am gleichen Ort, aber es wird von beiden erzählt. Und irgendwie muss sich das ja dann wieder berühren, sage ich mal, in der Geschichte. Wenn ihr es jetzt kraspeln hört, das ist Emma, die hier sich einen Karton unter den Nagel gerissen hat, in dem noch so Papier und so drin liegt. Also nicht wundern. Und ja, ich finde, es klingt einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend, aber irgendwie ist es halt immer noch auf meinem Sub. Dann habe ich hier vollendet die Flucht von Neil Schusterman. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich habe nach langem Hin und Her überlegen ja beschlossen, dass ich mich mit der Reihe auch mal versuchen möchte. Und ja, vielleicht mache ich das ja schon im Januar. Dann habe ich hier Wicked, eine Liebe zwischen Licht und Dunkel von Jennifer Armentrout. Das kennen bestimmt auch ganz, ganz viele von euch. Da geht es ja auch wieder um, also es geht auch wieder in Richtung Fantasy, um besondere Wesen. Und es geht um Ivy, die ja, ein ganz normales Leben führt, eher so die Einzelgängerin ist und nachts halt Jagd auf magische Wesen macht. Und dabei trifft sie Ren. Und Ren gehört wie sie einer geheimen Organisation an, die die Menschen eben vor den Wesen aus der Underwelt schützt. Und die beiden ja, nähern sich irgendwie an. Aber die Frage ist, ob Ivy Ren überhaupt vertrauen kann. Die Reihe hat mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, 4 Bände oder sowas. Das sind schon ein paar. Und ja, von daher hinke ich da schon so ein bisschen hinterher. Und zu guter Letzt als Reinstart habe ich mir ausgesucht Die Arena, grausame Spiele von Hayley Barker. Das ist auch im Laufe des Sommers, Herbstes jetzt hier angekommen und klingt auch sehr, sehr spannend. Hier geht es um eine Gesellschaft, die gespalten ist. Es gibt die Drags und die Pures. Die Pures sind praktisch der Adel, sie leben luxuriös und sehr komfortabel und die Drags sind so die Unterschicht, die von den Pures unterdrückt wird. Und bei manchen Familien passiert es halt, dass, also von den Drags, dass die Kinder ihnen geklaut werden und in eine Art Zirkus gebracht werden, wo sie zur Unterhaltung der Pures auftreten. Das ist aber nicht so simpel, wie es klingt, sondern sehr gefährlich, weil sie dort zum Beispiel ja, live gegen Löwen kämpfen müssen. Und in diesem Zirkus treffen eben Hoshiko und Ben zum ersten Mal aufeinander. Sie ist eine Drag und die Hauptattraktion in der Arena und er ist halt ein Pure und sitzt in der VIP-Lounge, als er sie zum ersten Mal sieht. Und wie das Ganze dann weitergeht mit den beiden, das werde ich dann herausfinden, wenn ich es lese. Ich finde, es klingt sehr, 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 sehr spannend und nach einer, ja, einem interessanten Gesellschaftssystem. Ich bin echt neugierig, wie das aufgebaut ist. Und es ist der Anfang einer Dilogie, also es sind nur 2 Bände. Von daher ließe sich diese Reihe dann natürlich auch sehr schnell beenden, wenn sie erstmal angefangen ist. Das waren die ersten Bände und jetzt kommen wir noch zur letzten Kategorie. Das sind die Fortsetzungen. Und da habe ich hier als erstes Beautiful Liars, Gefährliche Sehnsucht von Catherine McLee. Das ist der 2. Teil. Der Reihe und wo ich das in der Hand halte, fällt mir ein, ich müsste diese Reihe sowieso unbedingt mal weiterlesen, weil nächstes Jahr im Frühjahr schon ein neues Buch von der Autorin rauskommt, was auch sehr, sehr interessant klingt. Mehr dazu bald in einem Neuerscheinungsvideo. Ich habe da ein Video in Vorbereitung, beziehungsweise 2, wo ich euch einen kleinen Einblick auf die ganzen Neuerscheinungen des nächsten Jahres gewähre. Und da kommt das nämlich auch drin vor. Auf jeden Fall ist das ein Grund, warum ich ja echt mal weiterlesen müsste. Den ersten Band habe ich vorletztes Jahr, glaube ich, gelesen. Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr? Ich weiß es schon nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Kurz nachdem er erschienen ist. Es müsste vorletztes Jahr gewesen sein. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und ja, den 2. habe ich im Prinzip auch schon hier, seit er erschienen ist. Aber eben bisher noch nicht gelesen. Dabei fand ich Band 1 wirklich gut. Da geht es ja auch um verschiedene Charaktere, die in einer Zukunft leben, in der das Leben in riesigen Türmen stattfindet im Prinzip.
Und je weiter man nach unten kommt, desto mehr nähert man sich sozusagen auf der Unterschicht. Und die Reichen und Schönen, die leben halt ganz, ganz oben in diesen Türmen. Und jeder der Charaktere hier in diesem Buch hat irgendwelche Geheimnisse und Probleme. Und das alles verflicht sich so ein bisschen miteinander und endet in einem ziemlichen Drama. Müsst ihr selbst herausfinden, was das für ein Drama ist. Ich fand Band 1 auf jeden Fall wirklich gut. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass man im Prinzip am Anfang etwas erfährt, was erst ganz am Ende passiert. Und ich habe halt die ganze Zeit dann drauf gewartet, nach dem Prolog, dass es soweit kommt, bis ich dann irgendwann gerafft habe, okay, das kommt erst ganz am Ende. Und das fand ich ein bisschen doof. Davon abgesehen, aber ein sehr gutes Buch und das Ende war richtig fies. Von daher, solange ich mich daran noch erinnere, sollte ich wahrscheinlich immer weiterlesen. Auch die nächste Fortsetzung wartet schon sehr, sehr lange darauf, von mir gelesen zu werden. Noch länger als Beautiful Liars. Und zwar ist es Young Elites, das Bündnis der Rosen von Mary Lou. Auch hier fand ich den ersten Teil wirklich gut. Ich fand ihn total genial. Gerade weil Adelina eine sehr ungewöhnliche Protagonistin ist und die Geschichte eher so ein bisschen düster ist. Aber ja, ich habe mir Band 2, wann habe ich mir den gekauft? Keine Ahnung. Wartet auf jeden Fall auch schon eine Weile auf mich. Und ich glaube, bei Young Elites ist das so wieder mein typisches Problem. Ich habe immer Angst, dass die zweiten Bände so viel schlechter sind als die ersten. Dass es mir dann irgendwie den Spaß kaputt macht. Das habe ich halt öfter schon erlebt und seitdem dauert es immer ewig, bis ich zweite Bände lese. Also ja, verpasst mir da gern mal einen Arschtritt, dass es endlich mal so weit kommt. Teil 3 ist ja auch schon draußen, ich könnte sie also hintereinander weglesen. Dann eine Fortsetzung, auf die ich auch wahnsinnig hingefiebert habe und trotzdem habe ich sie noch nicht gelesen, ist Iskari, die gefangene Königin von Kristen Ciccarelli. Ja, das ist ja auch eine Geschichte, in der Drachen vorkommen. Und ich weiß gar nicht mehr, im ersten Band ging es darum, dass die Protagonistin von allen eher so geächtet wird. Sie ist zwar eine Prinzessin, aber aufgrund bestimmter Umstände genießt sie halt kein besonders hohes Ansehen. Und dann wird sie vor die Wahl gestellt. Sie soll, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube entweder einen Prinzen heiraten oder den gefährlichsten aller Drachen töten. Und ja, macht sich halt auf, diese Aufgabe zu erfüllen. Das Ganze geht aber anders aus als gedacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob sie wirklich heiraten soll. Es waren irgendwie zwei Möglichkeiten. Sie soll den Drachen töten oder, ich glaube, heiraten. Und sie entscheidet sich dazu, den Drachen zu töten. Naja, auf jeden Fall versucht sie diese Aufgabe dann zu erledigen. Und dadurch geht die Geschichte so, fängt sie so an. Und ja, ich fand den ersten Band richtig, richtig gut, auch wenn meine Erinnerung mittlerweile etwas lückenhaft ist. Aber ich glaube, das kommt dann ganz schnell wieder zurück, wenn ich mit Band 2 anfange. Das vorletzte Buch, was ich für euch habe, beziehungsweise die vorletzte Fortsetzung ist Gegen das Schicksal von Veronica Roth. Das ist der zweite Band von Rat der Neun. Dass das Buch noch ungelesen ist, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar liegt zwischen Band 1 und dem Erscheinen von Band 2 so viel Zeit, dass ich mich, als der zweite Band erschienen ist, schon gar nicht mehr richtig erinnern konnte, was im ersten Band los war. Und ich weiß, ich muss Band 1 zumindest nochmal querlesen, bevor ich Band 2 lesen kann. Und deswegen schiebe ich das momentan noch so ein bisschen vor mir her. Ich weiß, dass ich Band 1 zwar nicht überragend fand, aber trotzdem ganz gut. Aber wie gesagt, das ist schon so lange her, dass ich mich echt kaum noch daran erinnern kann. Und ich habe auch gar nicht erwartet, dass da noch ein zweiter Band kommt. Und dieses Jahr kam er dann. Und ich dachte, gut, versuchst du doch mal dein Glück. Aber ich konnte mich noch nicht dazu aufraffen, weil wie gesagt, ich muss Band 1 definitiv noch mal ein bisschen querlesen. Und da fehlte mir momentan noch so ein bisschen die Motivation zu. Und zu guter Letzt habe ich hier Der Thron des Nordens von Rebecca Ross. Das ist der zweite Teil von Die Fünf Gaben. Und die fünf Gaben fand ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Und deswegen wäre es da auch mal höchste Zeit, jetzt weiterzulesen, wo Band 2 jetzt erschienen ist. Aber auch dazu habe ich noch nicht so die Gelegenheit gefunden. Wobei hier liegt es auch eher daran, dass ich in diesem Jahr generell teilweise ja eher weniger zum Lesen gekommen bin. Und dadurch viele Bücher immer weiter aufgeschoben habe, weil mir so ein bisschen die Zeit fehlte. Und das ist ja noch gar nicht so lange erschienen, beziehungsweise ist noch gar nicht so lange in meinem Regal. Und ich hatte da einfach nur noch keine Zeit für. Aber ich würde mich freuen, das bald in Angriff nehmen zu können. Das waren alle Bücher aus den drei Kategorien. Jetzt seid ihr dran, votet für ein Einzelband, für eine Fortsetzung und einen ersten Band. Also für drei Bücher, wenn es geht.
Und ja, falls ihr noch Entscheidungshilfe braucht, ich verlinke euch alle Bücher unten in der Infobox. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, für welche Bücher ihr euch entscheidet. Die Auswertung werdet ihr dann in meiner Januar-Leseliste finden. Ihr habt Zeit zu voten, mindestens bis Mitte Dezember. Also ich glaube, ich werde die Leseliste erst zwischen Weihnachten und Silvester drehen. Also kurz nach Weihnachten oder höchstens direkt vor Weihnachten. Aber es wird echt erst Monatsende sein, von daher könnt ihr euch noch ein bisschen Zeit lassen. Ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt und freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir auch gerne eure Meinung zu den Büchern da, auch zu den Büchern, für die ihr nicht votet. Ich freue mich drüber. Und ja, dann war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!